Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Let's Play Deathspank, Tongs of Virtue, dem einzig wahren Spiel mit dem Kollegen Deathspank und seiner Eigenschaft, wirklich jeden mit Greetings und dann eine Bezeichnung seines Charakters anzusprechen. Also im Prinzip würde ich sagen, Greetings, fellow listeners and viewers, welcome back to Let's Play Deathspank, yeah, wow. So viel Englisch in diesem Let's Play, ich weiß auch nicht. Aber das Spiel gibt es leider nur auf Englisch. Ich kann dafür nichts wirklich. Es tut mir auch irgendwo ein bisschen leid. Und während ich hier erzähle, kloppe ich einfach mal wieder Fässer. Weil das ist, schadet ja im Endeffekt nie so. Fässer kloppen macht mir auch echt Spaß, muss ich sagen. Ja, wir wollten uns einfach mal Linvasion Beach. Ja, wir wollten uns mal, glaube ich, in dieser Ausgabe hier in diesen kleinen Raum begeben. Hatte ich letztes Mal angekündigt. Einfach nur, um mal zu gucken, was da so auf uns wartet. Und hier laufen überall Leute rum. Das finde ich ganz interessant, auch wenn sie die FPS-Zahl ein bisschen runterdrehen. Und ein Panzer, geil. Und richtig fette Artillerie, finde ich auch cool. Gegen Artillerie ist nämlich generell nichts einzuwenden. Ich finde Artillerie in Kriegen ja sowieso immer ganz geil. Und Stand Drapeau, was ist das denn? Okay, er hat nichts, mit dem er das benutzen könnte. Ich wüsste auch nicht, was du da machen solltest, Deathspank. Aber irgendwas wirst du da schon finden. Ist mir jetzt auch gerade relativ schnuppe, denn hier sieht es aus wie... Oh, ich glaube, das ist historisch nicht korrekt, was ich jetzt sage. Aber Pearl Harbor, keine Ahnung. Weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus, tut mir auch leid. Und wow, das Wasser sieht echt abgefahren aus, wenn man sich das anguckt. Deathspank stand auf der Brücke und schaute in den Himmel. Doch was es sah, war nicht Gerechtigkeit. Deathspank guckte hinab. Er war sauer. Und deshalb war seine Aufgabe, den Weihnachtsmann zu töten. Ja, das haben wir letztes Mal genau in Erfahrung gebracht, dass wir dem General hier helfen sollten, in den Nordpol zu kommen und dort eine Invasion zu starten, um den korrupten Weihnachtsmann zu lehren, was es heißt, Kinder Freude zu bringen. Ich meine, Michael Jackson hat Kindern auch Freude gebracht, aber auf eine andere Art und Weise. Mann, bin ich heute wieder lustig, ne? Wunderschön. Aber ihr seid es ja gewohnt. Wow, Schneeeffekte. Ui. So, War sein. Okay, das lesen wir gerade mal. War ahead. It's bring your children to war, Mon. Ja. Also War ahead weiß ich noch und ich verstehe die einzelnen Wörter, aber der Sinn ist gerade nicht da. Geil, wir haben bis jetzt alles gefunden, was wir hätten finden können. Und odd looking treasure chest. This lock has a mushroom, a cross and a teardrop on it. Okay. Wie ihr wisst, mussten wir dem einen ja, wie soll ich das sagen? Schlüsseltechniker, sage ich jetzt einfach mal. Diese Truhe finden und ihm beschreiben, was dieses, was diese Truhe denn überhaupt für eine Verschlüsselung hat. Ich würde es mir nochmal anhören, weil bestimmt werde ich abgefragt. This lock has a mushroom, ein Pilz, a cross, ein Kreuz and a teardrop und eine Träne. Okay. Ich hoffe, das kann ich mir so halbwegs merken. So, wo ist der Kollege denn? Ich weiß, dass er noch irgendwo hier war. Ich glaube, hier in dem Bereich, wo ich jetzt hinlaufe. Da ist der Locksmith. Okay. Greetings, Locksmith. Greetings. Genau. I think I know what your special lock looks like. It needs to have a... Ich wusste, dass ich abgefragt wurde. So, ein Pilz, das weiß ich. Mushroom. And a... Mushroom. Und das war ein Kreuz. Cross. And a... Sowie eine Träne. Teardrop. Oh, this should do the trick. So, und wir haben jetzt den Schlüssel bekommen, den er anscheinend gerade mal eben in Millisekunden und Bruchteilen einfach mal fertiggestellt hat. Nur für uns, für Deathspank, damit wir endlich diese Truhe aufmachen können. Ich bin gespannt, was da drin ist. Ah, klonk. Und, wow, 107 Geld und eine Grocery List. Okay, was ist das? Was hat es damit auf sich? Ja, das ist eine Einkaufsliste. Milch, Eier, Käse, gefrorene Kekse. Industrial Lubricant, weiß ich nicht. Und feminine Pflegeprodukte, naja, ja. Und was sollen wir damit jetzt anfangen, wenn ich mal fragen darf? Können wir das irgendwo abgeben? Ja, hier, beim Locksmith. Okay, ich weiß zwar nicht, wo du, wozu du Pflegeprodukte brauchst, zumindest feminine, aber... Ja, hier, hab deinen Spaß dran. Greetings, Locksmith. I have retrieved your important grocery list. Bing! Oh. Thank you ever so much. Come back if you have any oddly shaped locks that need opening. Wow, und wir haben Schlüssel bekommen. 4x Gold Treasure Chest Key. Okay, anscheinend brauchen wir die, um goldene Truhen aufzumachen. Mann, kann ich gut kombinieren. Ja, was ich ganz interessant finde, ist ja die Tatsache, dass er
uns dankt, dass seine Einkaufsliste zurück ist. Ich meine, so schwer war das jetzt nicht, die Einkaufsliste sich nochmal selbst zu decken. Egal, wir schauen mal ganz schnell nebenbei bei dem Potionist vorbei. I'm looking to buy some potions. I'm looking to buy some potions. Was hat er denn Schönes? Hier hat er die ganzen Potions, die wir sowieso schon haben. Minor Stealth Potion. Okay, damit können wir uns unsichtbar machen. Das ist auch nicht schlecht. Aber das will ich jetzt gerade mal nicht kaufen. Da kriegen wir Damage Reduction und das alles andere haben wir ja schon. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Also die Tränke sind ja anscheinend sehr nützlich, aber im Moment brauchen wir die halt einfach noch nicht. So weit sind wir noch nicht, dass wir wirklich krass im Kämpfen taktisch hantieren müssen. Skillfully alternate weapons to build justice quicker. Enemies go down faster when hit with many different weapons. Okay, irgendwas hat das mit Kombos zu tun. Also Kettenattacken, Chaining Attacks. Also quasi Kombos. Alternate between different attacks to chain them. Chained attacks do more damage and a perfect 7 chain will knock enemies back. Okay, wenn wir verschiedene Attacken benutzen hintereinander, dann schalten wir anscheinend eine Combo frei. Und wenn wir quasi die Combo auf einen siebenfachen Multiplikator oder etwas ähnliches gebracht haben, wird der nach hinten geschleudert. Klingt interessant. Und was bist du denn? Robot Eyeball, okay. Da ist quasi ein robotisches Auge von mir aus. Helpful sein. Wo gehen wir denn hier hin? Eisenbeinresistenz. Da sollen wir doch den Vater von Lucy Eisenbein finden. Genau, und wow, da spackt... Wow, was geht denn hier ab? Der explodiert und... Wow, die Roboter... Boah, was geht mit den Robotern ab? Die haben Distanzangriff und rotzen mich richtig weg. Aber sie machen halt so wenig Schaden und... Selbstmordroboter. Geil, jetzt geht's aber richtig ab hier. Ja, wisst ihr was? Ich klopp die einfach tot, wisst ihr, weil ich habe jetzt gerade keine Lust darauf, gegen euch in Distanz zu kämpfen. Und wir haben eine Broken Vakuum-Tube bekommen. Wofür brauchen wir die denn? Moment, ich wechsle gerade mal auf Waffenset 2. Oh, ich habe aus Versehen wieder ein Heiltank bekommen. Nee, die sind schon ohnehin explodiert. So, ich möchte aber jetzt gerade mal gucken, wofür wir denn diese Vakuum-Tube brauchen. Und wow, Untotenschwert. Das machen wir... Oh, geil. Navy Captain. Das muss ich auf jeden Fall machen. Ich guck mal gerade hier... So. Wo ist das denn? Wo brauchen wir die ganzen Sachen denn? Medical Supplies. Vakuumtubes von den Robotern. Das ist... ich weiß zwar gerade nicht, für wen das war, aber ist auch egal. Wir brauchen auf jeden Fall 10 Stück davon. Kriegen zwar jetzt nicht die Mega-Belohnung, aber immerhin Erfahrungspunkte. Und immerhin sammeln wir die auch relativ schnell. Wir müssen auch mal Scrap Metal sammeln, von denen eigentlich hatte... Oh. Juhu, ach, egal. Ich weiß gar nicht, wie ich es aussprechen soll. Und da Scrap Metal, ja, 28 von 50. Naja, das kriegen wir sowieso zusammen. Und alles geht jetzt gerade über den Bildschirm und... Oh, Deathman kriegt auf den Sack, aber irgendwie sind wir mittlerweile so mächtig schon für die, dass wir die einfach mal gerade totkloppen. Und ah, oh, das ist einfach so ein Effektfeuerwerk gerade. Selbst wenn die Frame Rate runtergeht, ich glaube, in den Kämpfen merkt man das lustigerweise nicht, weil es alles so abspackt. Aber die Roboter, wenn sie anscheinend niedergeschlagen sind, explodieren sie nach einer Zeit, also Selbstmordroboter. Aber dass die Roboter hier bei Dr. Eisenbein stehen, zumindest bei seiner Wohnung, heißt ja nichts anderes. Oh, Moment, ich sollte vielleicht mal was fressen beim Laufen. Yum, 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 yum. Heißt ja nichts anderes im Prinzip, dass wir, dass, ja, Dr. Eisenbein wirklich Probleme hatte. Eisenbeinresistenz, Home of Dr. Eisenbein, Lucy Eisenbein, Semi-Sentient Robots, okay. Ja, was das auch immer heißt. Und, oh Mann, also irgendwie hat Dr. Was haben wir denn jetzt gemacht? Was zur Hölle haben wir eben gerade gemacht? Wir haben einfach eben einen super Power-Angriff gehabt. Frag mich nicht wieso und weshalb, aber wir haben es gemacht. Aber wir haben immer die Broken Vacuum Tubes. Die haben wir zumindest schon mal zurück und genug Drumsticks, um uns aufzuheilen, kann man das so sagen. Und genug Scrap Metal, oh, wie es hier schon aussieht. Und hier haben wir eine Treasure Chest und die öffnen wir doch gerade und finden Geld und... 4 Gift-Bazooka-Schüsse. Juhu! Oh mein Gott, wie viele Waffen es hier gibt. So, Bank of Strumford Sign. Nein, wir holen uns erstmal Scrap Metal und kloppen erstmal wieder Fässer kaputt, weil das können wir ja schließlich. Und Nachos haben wir mittlerweile 30 Stück. Und Bank of Strumford Sign. Joy! Happy Strumford Mortage! Ja, aber hier ist Dr. Eisenbein nicht. Hier ist er einfach nicht. Das heißt, wir sind hier nicht umsonst, aber wir sind hier nicht gerade richtig, um ihn wiederzufinden. Aber immerhin können wir jetzt eine Quest schon mal abgeben zu Ende dieses Videos. Mal schauen, wem wir die abgeben müssen und weshalb und wie viel Spaß wir dabei haben. Beim Radio Host, in Ordnung. Dem guten Kollege Radio, Moderator, kriegt jetzt von uns seine Vakuumtube. Ich weiß nicht mehr warum, das ist schon ein bisschen her. Naja, eigentlich nur ein Tag, aber ich weiß es schon nicht mehr. Egal, wir geben sie ja auf jeden Fall wieder.
Greetings, media personality. I have the vacuum tubes you wanted. Ding! These are broken, but repairable. Ach, ich weiß es wieder. Egal. Blast it, though. Fixing these tubes eats an invaluable newsman time. I guess you'll have to travel to the destroyed city and take some photos for me. Photos? With a camera? That's right, but don't waste any film. Was zur Hölle? Make sure you only take photos in well-lit areas. Ich soll jetzt nicht wirklich Fotos machen, oder? Okay, ich habe jetzt quasi eine weitere Quest von ihm bekommen, und zwar, dass ich Fotojournalist werde. Auf the Destroyed City. Destroyed City? Ach, hier oben. Naja, gut. Werden wir auch irgendwann mal mehr oder minder einfach quasi im Vorbeigehen erledigen. Solche Sachen sind ja schnell gemacht. Einfach immer im Vorbeigehen erledigen. Das funktioniert im Spiel hervorragend. So sollte es auch sein. Deswegen liebe ich dieses Spiel schon jetzt. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch erstmal. Ich mache wieder eine kurze Pause mit Deathbank. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, auch wenn wir die ganze Zeit nur Quests rund um Le Beau Coquel machen. Aber solche Dinge muss es nun mal einfach geben, denn wir wollen ja auch schließlich ein wenig, dass unser Kollege Deathbank sich zu einem der mächtigsten Ritter der Gerechtigkeit in der ganzen Welt weiterentwickelt. Ja, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mr. Möhr, over and out. Das war jetzt was von Kroyal geklaut.